Guten Morgen. Ich habe heute so schlecht geschlafen die Nacht. Ich konnte einfach die ganze Zeit nicht einschlafen. Es hat dann gewittert. Ich dachte, es wird eingebrochen wegen dem Gewitter, weil das so komisch war. Ich habe so komisch geträumt. War irgendwie ein bisschen erschreckend. Ich filme gerade mit einer anderen Kamera. Ich glaube, man merkt das auch, weil meine Kamera ist irgendwie kaputt. Datei, womit man filmt, das macht Geräusche und das hört man auch. Und das nervt mich. Deswegen habe ich jetzt die Kamera von meiner Mutter. Ich bin irgendwie heute nicht so gut drauf. Ich weiß auch irgendwie nicht warum, aber ja, heute ist meine Mut auf jeden Fall ganz weit unten. Wir gehen jetzt ins Gym, ich und mein Vater, und deswegen mache ich jetzt kurz meine Haare. Schminken tue ich mich dafür nicht, weil ich mich danach schminken werde. Ich habe so ein Problem mit den Kameras, das glaubt ihr mir nicht. Die Kamera finde ich irgendwie komisch. Meine Kamera, die, ich weiß nicht, was mit der passiert ist, aber die, wenn man filmt, man hört so Wackelgeräusche drin. Das, oh. Und jetzt lade ich nochmal eine andere Kamera auf und hoffe, dass die gut sein wird, also besser als die. Also die ist schon sehr, sehr gut, aber ich mag diesen Winkel nicht, diesen Weitwinkel. Und ja, ich hoffe, dass die dann gut sein wird und ich dann mit dieser Kamera filmen kann. Ich weiß gar nicht, was ich mir heute für einen Zopf mache fürs Gym. Ich glaube, eine Klammer. Ja, ich glaube, ich mache einfach so eine Klammerfrisur. Ich drehe dieses Video ja gerade am Sonntag. Und das ist auch der Tag, an dem ihr das Video seht. Ich hatte nämlich keine Zeit, ein YouTube-Video in der Woche zu drehen. Deswegen muss ich das heute alles an einem Tag machen. Was heißt muss? Ich möchte, wenn ich wollte... ja, das heißt, heute drehe ich das Video und heute kommt es auch online. Ich hoffe nur nicht, dass es zu spät online kommt. Oh Gott. Ich habe mich heute in meinem Sportoutfit gar nicht schön gefühlt, aber für Cardio reicht das. Ich war nämlich heute einfach nur ein bisschen auf dem Laufband und ich habe ein neues BCAA ausprobiert. Meins nämlich weggeschimmelt. Ich hatte Apfel und das war jetzt Pfirsich. Es war ein bisschen sauer, aber war auf jeden Fall sehr lecker. Ich war dann auf dem Laufband und habe die Steigung auf 7,5 gemacht und die Geschwindigkeit zwischen 4 und 5 und ich war für 30 Minuten da drauf. Ich habe mir dann eine Matte geholt und ein paar Bauchübungen gemacht und ich habe mich so beobachtet gefühlt, weil mich ein Mann die ganze Zeit so angestarrt hat. Diese Übung habe ich 3-mal gemacht, je 20 Wiederholungen, also 20 Mal hin und her. Ich weiß nicht, was los war, aber auf einmal waren so viele Leute da. Ich konnte einfach nicht weiterfilmen, weil ich mich irgendwie so geschämt habe. Ich muss das auf jeden Fall nochmal üben. Aber ich bin dann nochmal für 5 Minuten auf die Treppe gegangen und ja, habe da noch ein bisschen was gemacht. Wenn ihr eine genauere Gym-Routine haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und das versuche ich dann für euch abzufilmen. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel gefilmt habe im Gym, aber irgendwie war mir das da irgendwie zu voll. Aber es war mir irgendwie voll unangenehm, weil da so viele Leute auf einmal waren, wo ich trainiert habe, dass ich nicht wirklich was gefilmt habe. Dann hat das auch alles nicht so funktioniert, wie ich möchte. Ich habe heute nur Cardio gemacht, weil ich sonntags eigentlich nie ins Gym gehe. Aber ich wollte diesen Sonntag ein bisschen produktiver machen und deswegen bin ich ins Gym. Ich habe schon meinen Körper abgewaschen, meine Haare mache ich nicht, weil erstens hasse ich das Shampoo, was wir momentan haben. Und ich habe meine Haare vor 2 Tagen gewaschen, deswegen. Ich mache mir jetzt mal so iPads drauf. Die hier. So, mir ist echt ein bisschen sehr schlecht. Ich muss morgens immer was essen, bevor ich irgendwas mache, weil sonst wird mir immer richtig übel. Aber ich habe jetzt zunächst gegessen, wir haben 11 Uhr. Ich habe mir jetzt hier mein Essen gemacht, 2 Spiegeleier und ein Brötchen und das esse ich. Mein Zimmer sieht furchtbar aus. Es tut mir leid, das so zu zeigen, aber es ist einfach schrecklich. Ich muss es jetzt auf jeden Fall aufräumen. Ich muss lüften. Hä? Ich bin zum Fenster gelaufen, ich habe mein Fenster nicht aufgemacht. Mein ganzes Zimmer riecht nach Ei. Ja, ich räume jetzt mein Zimmer auf. Ich mache auf jeden Fall mein Bettlaken neu. Und mein Schminktisch ist auch eine reinste Katastrophe und mein Boden auch. Also eigentlich räumen wir jetzt alles auf. Das kommt jetzt alles in die Wäsche und jetzt beziehen wir die Sachen neu. Ist übrigens meine Hausaufgabe. Zack! Vergesst nicht, euer Wasser zu trinken. Wichtig. Ich sitze jetzt an meinem Schminktisch und ich muss jetzt hier auch noch aufräumen. Und ich dachte mir, ich kann euch direkt mal zeigen, was ich mir gestern gekauft habe im Zentrum.
Ich habe so coole Sachen geholt. Ich zeige euch erstmal die Skincare-Sachen, die ich geholt habe. Und zwar habe ich von Rihanna, also die hat ja Fenty Beauty und Fenty Skin für Skincare halt. Und da habe ich mir ein Starter-Set geholt. Ich dachte, ehrlich gesagt, die Sachen sind teurer. Und ich habe wirklich damit gerechnet, dass es einfach teurer ist. Ihre Schminke ist teurer als ihre Skincare-Sachen. Wie schön sieht das bitte aus? Es sieht so clean aus und so girly und einfach schön. Da waren vier Sachen drin. Es hat übrigens 40 Euro gekostet. Da sind halt vier Sachen drin. Und die möchte ich austesten und gucken, ob die mir gefallen. Wenn ja, hole ich mir noch mehr Sachen. Ich habe einmal so eine Körperbutter. Dann war da einmal eine Creme, eine Gesichtscreme, eine Feuchtigkeitscreme mit SPF 30, also Sonnenschutz. Ich finde, das sieht so schön aus. Und alles von einer Reihe zu haben, ist einfach clean. Dann war da noch so ein Hydrating Milky Toner, so ein Wasser drauf. Das ist einfach so ein Gesichtswasser. Dann war hier noch das hier drin. Jelly Oil Make-Up Melting Cleanser, also das ist für die Reinigung. Also ich würde erst das hier machen, dann das Wasser und dann die Creme. Dann wollte ich mir schon, als ich auf Klassenfahrt war, mir einen Concealer holen, weil ich habe den von Catrice und ich bin sehr unzufrieden. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Geld in einen Concealer reinstecken, der auch einfach gut ist und der nicht irgendwie in die Falten geht oder sich peelt oder so, keine Ahnung. Ich wollte mir eigentlich den von Tarte holen, den mochte ich aber irgendwie nicht, aber irgendwie hat den jeder, deswegen habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben und habe nochmal gestern geguckt, aber der war einfach nichts. Wollte ich einen von Dior, der war auch sehr, sehr gut, aber dann wollte ich einen von NARS und den habe ich mir auch gekauft. Das ist einmal dieser Concealer. Ich habe den in der Farbe Medium 2, da war so eine liebe Frau, die mir geholfen hat. Wir haben hier einmal den Dior Concealer ausprobiert und einmal hier den NARS Concealer. Und ich fand den von NARS auf jeden Fall besser. Und der war auch 5 Euro billiger. Die Packung ist auch irgendwie so hochwertig und ich liebe einfach so neue Sachen, so neue Schminke, Skincare. Das ist einfach, irgendwie erfüllt mich das einfach so. Und das hier zu sehen, dass es so clean aussieht und hochwertig, das finde ich irgendwie cool. Das wollte ich jetzt auch schon in Köln holen. Und zwar das Huda Beauty Puder. Das gab es aber nicht mehr in Transparent. Und ich dachte mir, also das gibt es auch mit Farbe, wenn ich in Urlaub gehe, also ich gehe in den Herbstferien in die Türkei. Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich noch gar nicht erzählt. Ja, dann werde ich wahrscheinlich wieder brauner und dann passt die Farbe nicht mehr. Und dann habe ich dafür 40 Euro ausgegeben. Deswegen dachte ich mir, Transparenz ist immer gut. Das mattet dann einfach das Make-up ab. Und für den Winter ist es glaube ich die beste Entscheidung. Das sieht auch noch so toll aus und ich habe es auch im Laden getestet, das war auf jeden Fall sehr. Und davon schwärmt ja auch jeder, also es kann eigentlich nur gut sein. Und das war auch irgendwie so krass, weil ich habe voll coole Proben bekommen. Zweimal von Pixi so einen Cleanser, so. Und einfach voll krass, von NARS habe ich 2 Stück bekommen. Einmal in der Farbe Orgasm 3060 und ein 3070, also einen bisschen helleren Ton und einen dunkleren Ton. Ich habe die andere Probe meiner Mama gegeben und ja, das ist einmal das hier von NARS. Richtig schön, das ist halt so ein Blush. Ich glaube, das ist auch mit einer der beliebtesten Sachen von der Marke. So, wir waschen jetzt meine Pinsel. Sie haben bitter nötig. Ich mache das einfach viel zu selten, das ist einfach furchtbar. Ich habe nicht mal so einen Pinselwasch. Ich mache das immer nur mit Seife und mit Wasser und dann lasse ich sie trocknen und so werden die eigentlich auch immer ganz gut so. Ja, das wird auf jeden Fall jetzt etwas dauern, weil ich jeden Pinsel machen werde. Aber es muss einfach mal gemacht werden. Euer Reminder, wascht eure Pinsel. Pinsel sind gewaschen, habt ihr jetzt hier hingelegt, damit die trocknen können. Sind manche gingen gar nicht mehr so krass sauber. Ja, aber ich habe auch einige weggeschmissen, weil die einfach schon alt waren, ich die gar nicht mehr benutzt habe, aber das sind so die Pinsel, die ich immer benutze. So, wir gehen jetzt Mias Auto sauber machen. Das ist mein Outfit. Ganz süß, ganz basic. Das Oberteil ist von H&M. Die Hose ist von Strand. Ist in meinem Insta-Highlight verlinkt. Und die Schuhe von 750-Kicks. Und meine Tasche von Prince Lily London. Und meine Klammer ist von H&M. Let's go. So, wir haben jetzt unser Essen geholt. Und wir waren nicht Auto waschen. Nein, weil die hatten zu. Du hast halt auch extra Tücher mitgenommen. Nee, das ist ja der Müll. Das ist Müll? Nee, das kommt eigentlich im Kofferraum. Ach so, ich dachte, du hast extra Putztücher mitgenommen. Nein. Ich könnte aber Staubwischen gleich. Belegt, ja.
Was ist los? Schön auseinander. Echt? Oh. Wollt ihr mir keine Bilder machen? Das damit! Sieht aus wie ein Hamster. Irgendwie letztes Mal davon waren wir so schlecht, ne? Lecker? Mhm. Meiner riecht ein bisschen nach Zwiebeln, ne? Riech mal. Wir sind immer so dumm und holen nur Essen und nie was zu trinken. Oh. Ist ja auch irgendwie Durst, ne? Wir müssen irgendwas zu erzählen haben. Was haben wir? Was? Wir haben irgendwie nichts zu erzählen. Warte mal. Ja. Oh mein Gott, ist das normal? Ja, das ist kaputt. Ist heute letzter warmer Tag, oder? Morgen komplett Regen, Regen wieder. Toll irgendwie, ne? Aber heute Nacht hat es ja gewittert und ich dachte, bei uns wird eingebrochen. Ey. Ich konnte nicht einschlafen. Heute Morgen, meine Eltern sind aufgewacht, die so, ey, das Gewitter. Ich habe nichts mitgekriegt, ne? Ich habe nichts mitgekriegt. Die meinten, das war so voll krass und so. Ja. Ich habe nichts gehört. Ich war die ganze Zeit so paranoid, dass bei uns eingebrochen wird, ne? Und dann gucke ich die ganze Zeit so ein Uhr nachts auf Wetterbericht, da steht nicht mehr irgendwo. Und wir sind eigentlich schon zusammen. Oh. Nein. Das ist auch voll die flüssige Soße, ne? Doch raus. Ja, unnormal. Jetzt soll ich mal sagen, was wir überhaupt auf unserer Sub haben. Aber ich weiß auch, warum ich auch gerade so bekomme auf Eis. Haben wir heute auf? Oder was? Ich habe Kleingeld mitgenommen extra. Zählt heute auf, oder? Ja. Oder? Natürlich, Samstag haben doch Eishallen. Wir haben Sonntag. Eisdielen. Ja? Ja, Vollkorn. Wir haben Vollkornbrot, wir haben Gurken. Gurken, saure Gurken, Tomaten, Salat, Zwiebeln. Sehr Zwiebeln. Dann so Chicken Takiraki. Chicken Takiraki, also dieses gewürzte Chicken und das. Käse. Und Joghurtsoße. Ja, stimmt. Ja. Die Joghurtsoße aber ist mir ein bisschen zu flüssig. Ja. Wie Wasser. Wir haben Eis geholt. Eine Kugel Pfirsich-Mango. Zitrone. Mit Streusel. Nee, jetzt machen wir Bilder. Oh. Oh Mann, Mama. Falsche Tag. Bei mir kam gestern ein Paket an und das packe ich jetzt aus. Das sind meine Herbstschuhe. Ich habe mir hier diese Axt bestellt und ich hoffe, dass sie mir passen, weil die sehen ein bisschen groß aus und ich hoffe einfach, dass die mir jetzt passen werden. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir haben 16.41 Uhr. Ich habe schon angefangen, den Vlog zu schneiden. Ich habe jetzt hier aber mein iPad. Ich habe nämlich sehr viel Spanisch auf. Vokabeln muss ich lernen. Ich muss Hausaufgaben machen im Arbeitsheft und im Buch, glaube ich. Fragen mich auch immer sehr viele. Ich mache das alles auf GoodNotes. Ich habe mir da hier, ich zeige euch das einfach mal. Hier Deutsch, Spanisch, Englisch, Englisch plus Physik, AW Hub und dann sind da halt verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel hier. Und ich brauche unbedingt eine neue Hülle. Also das iPad gehört mir ja eigentlich nicht, sondern meiner Mutter. Und jetzt muss ich Spanisch machen. Ich habe echt keine Lust. Übrigens, die Bilder, die ich auf dem auf der Kamera hatte, jetzt auf meinem Handy geladen. Das ist ein bisschen aufwendig, aber die Bilder sind cool geworden. Ich habe mir gerade nochmal diese lustigen Szenen von uns im Video geschickt. Und ich glaube, wenn Mia und ich einen Mukbang machen würden, ich glaube, das wäre sehr, sehr lustig. Also falls ihr Ideen habt mit Mia, also ein YouTube-Video mit Mia, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Können wir mal gucken, ob wir irgendwie was Cooles hinbekommen. Ich hätte nämlich auf jeden Fall richtig Lust darauf. Und sie, glaube ich, auch. Und ich glaube, wir sind einfach so ein cooles, wir sind einfach so ein perfekt Match. Irgendwie finde ich, wenn wir filmen, es wird irgendwie immer lustig, deswegen. Ich habe mich jetzt nochmal kurz umgezogen, weil wir jetzt schon entschieden haben, nochmal was essen zu gehen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Aber ich wollte euch nochmal kurz meine Favorites zeigen. Und zwar sind das diese Parfüms und ich glaube, ihr wisst, ich liebe diese Parfüms, aber ich liebe die einfach. Besonders das hier 111, das ist Lost Cherry und ich liebe das einfach. Ich finde, das riecht so übertrieben lecker nach so süßen Kirschen. Und einfach wie das Originale von Tom Ford. Das sind ja Dupes. Die von Tom Ford kosten ja, glaube ich, um die 200, 300 Euro. Und das kostet 50 Euro. Und es riecht genauso. Und wenn ich euch sage, ich sprühe das hier auf mein T-Shirt und dann will ich das in der Woche nochmal anziehen, es riecht einfach immer noch danach. Falls euch interessiert, wie ich rieche immer nach Lost Cherry. Das ist einfach das Beste überhaupt. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere, wie Alien von Chanel.
Dior, Gucci, alles mögliche. Was auch immer sehr beliebt ist, ist Libre. Das liebe ich auch über alles. Und zum Beispiel Mia hat sich auch schon welche davon geholt. Und Miko auch. Ich habe Miko das, glaube ich, schon dreimal neu geschenkt, weil er das immer benutzt und liebt. Er hat 1 Million. Also da gibt es auch was für Jungs, für Frauen, Unisex. Und Miko liebt das einfach auch unglaublich doll. Ich verlinke euch die Sachen mal in der Infobox. Und auf Insta findet ihr auch den Link dazu. In meinen Highlights. Wie gesagt, das hier kostet 50 und diese Sachen kosten 15 Euro, 30 Milliliter und ich glaube 100 Milliliter war da. Kosten 30 Euro. Das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mua.